Wenn du auf dieses Video geklickt hast und du mich nicht kennst, dann ist es wahrscheinlich, dass du etwas in deinem Leben ändern willst, oder? Also, ich habe für dich dieses schnelle, aber auch effiziente Video, das dir echt helfen kann. Also bleib wirklich dran, wenn du was in deinem Leben ändern willst, wenn du wirklich durchziehen willst. Also, fangen wir erstmal an. Also, ich glaube, wir alle kennen es, oder? Wir bekommen um 2 Uhr in der Nacht so einen richtigen Motivationsschub und wollen unser Leben ändern. Wir machen Liegestütze, wir machen einen Plan und am nächsten Tag ist wieder alles vorbei. Das Ding ist, diese Motivation, die man hat, die hält nicht lange. Motivation hält nicht lange. Die hält maximal 2-3 Wochen. Und darum hören zum Beispiel bei Gym 80% der Leute nach 2-3 Wochen wieder auf. Und über dieses Scheitern und was man dagegen tun kann, habe ich actually schon ein Video gemacht. Und check das gerne ab, ist oben verlinkt. Aber auf jeden Fall musst du in diesen 2-3 Wochen genügend Disziplin aufgebaut haben, damit du danach Disziplin als Antrieb nutzen kannst, wenn du keine Motivation mehr hast. Und das schaffen halt die meisten nicht. Denn Disziplin ist 1000-mal stärker und wichtiger als Motivation. Aber wie bekommt man jetzt Disziplin, Janis? Also, Disziplin, und jetzt hört mir genau zu, Disziplin bekommt man, indem man diszipliniert ist. Und nein, ich verarsche euch nicht. Lasst mich es erklären. Fange an, so richtig gnadenlos mit dir zu sein. Zum Beispiel bei mir. Ich habe eigentlich nie Bock auf kalt duschen. Vor allem jetzt im Winter habe ich nie Bock gehabt, in kalt zu duschen. Trotzdem habe ich es jeden Tag gemacht. Und diese Sache, also etwas machen, auf das man eigentlich keinen Bock hat, aber man es trotzdem macht, diese Sache wird dich disziplinierter machen. Und diese Sache ist eigentlich auch Disziplin. Man wird vor allem auch disziplinierter, wenn man halt einfach aus der Komfortzone geht. Das heißt, man macht Sachen, auf die man keinen Bock hat. Man macht Sachen, die dir vielleicht Angst machen. Oder man macht einfach Sachen, die dir anstrengend sind. Und jedenfalls, bei mir ist es so, wenn ich etwas gemacht habe, zum Beispiel kalt duschen, fühle ich mich so gut, weil ich mir so gedacht habe, geil, ich habe eine Sache vollstreckt, auf die ich eigentlich keinen Bock hatte. Dieses Adrenalin, dieses Gefühl, das gibt dir Disziplin. Außerdem verbessert man seine Disziplin, indem man seine mentale als auch körperliche Gesundheit verbessert. Das heißt, fang an, Sport zu machen. Denn viele Leute, die mit Self-Improvement begonnen haben, haben ursprünglicherweise eigentlich nur mit Sport begonnen und haben dann gemerkt, ich kann eigentlich mehr machen. Das Wichtige ist, dass man auch richtig Sport macht. Das heißt, wenn du zum Beispiel ins Gym gehst, dass du dich ausgewogen ernährst, also dass du eine gesunde Ernährung hast, dass du genügend Regeneration hast, dass du einen geilen Trainingsplan hast, der dir auch Spaß macht und dass man halt einfach auch, ja, Spaß daran hat. Und ich habe auch schon viel über Mental Health und mentale Gesundheit einfach geredet, vor allem auch im letzten Video, check das gerne ab, oben verlinkt. Und auf jeden Fall, wenn du merkst, dass es dir scheiße geht, dann rede mit jemandem. Und zwar rede mit jemandem, den du zu 100% vertraust. Und ich weiß, viele Leute haben nicht so eine Person. Sie haben keine Person in ihrem Leben, der sie zu 100% vertrauen können, der sie alles sagen können, was sie wollen oder was ihnen bedrückt. Und wenn es dir aber wirklich richtig scheiße geht und du es einfach nicht mehr aushältst und du jemandem es erzählen musst, dann kann ich dir wirklich empfehlen, dir professionelle Hilfe zu holen. Und ich sag dir, das wird dich so stark befreien, wenn du es jemandem anderen erzählst. So, und jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Teil. Und zwar, fange an, für deine Taten und deine Entscheidungen Verantwortung zu übernehmen. Und viele Leute verstehen nicht mal, was es überhaupt bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Beispiel, du hast nicht für die Klausur gelernt und schreibst eine schlechte Note. Dann schiebe es nicht auf andere, schiebe es nicht auf den Test, schiebe es nicht auf die Lehrer, schiebe es nicht auf den Stress, sondern übernehme die Verantwortung und sage, okay, ich habe nicht gelernt, das ist jetzt mein Verdienst. Anderes Beispiel. Du bist in einer Gruppe. Ihr müsst eine Gruppenarbeit machen. Keine Ahnung, ein Projekt. Egal. Und du bist richtig faul. Du machst gar nichts für die Gruppe. Und dann wirst du ausgeschlossen. Leute, die nicht ihre Verantwortung übernehmen, sagen dann so, ja, das war wegen der Gruppe. Die hat mich das nicht machen lassen. Ja, das war wegen den Lehrer. Blablabla. Die schieben das einfach auf andere. Nein. Schiebe es nicht auf andere und übernehme die Verantwortung dafür, dass du faul warst, dass du nichts gemacht hast. Wenn du der Typ bist, der nichts auf die Reihe bekommt, der immer nur angestechelt werden muss von anderen Leuten, damit er irgendwas macht, dann übernimmst du zu wenig Verantwortung. Und diese Verantwortung kann man in ganz vielen alltäglichen Situationen übernehmen. Es gibt sehr viele Beispiele dafür, wo man noch Verantwortung übernehmen kann. Und auch bei noch so kleinen Dingen. Wenn man da Verantwortung übernimmt, dann hat man schon gewonnen. Verantwortung heißt, auf seinen eigenen Füßen zu stehen. Deine Fehler
und deine Entscheidungen und deine Erfolge sind von dir, sind wegen dir. Und es war ja immer so, als Baby, als Beispiel, sind wir komplett hilflos. Wir sind gerade neu geboren, wir brauchen für viele, viele Jahre die Hilfe unserer Eltern. Und normalerweise war es immer so, je älter wir werden, desto weniger Hilfe brauchen wir von unseren Eltern. Und desto mehr stehen wir auf unseren eigenen Beinen, Füße. Ja. Doch, in letzter Zeit habe ich bemerkt, dass immer mehr Jugendliche immer weniger auf ihren eigenen Füßen stehen. Und es ist ja unterschiedlich von Kind zu Kind und von Mensch zu Mensch ist es unterschiedlich, natürlich. Ich habe bemerkt, yo, 16, 17, 18-Jährige, die fühlen sich so auf wie 12-Jährige, weil all ihre Entscheidungen von deren Eltern getroffen werden. Und die Eltern meinen es meistens eigentlich nur gut. Die wollen ihr Kind helfen. Natürlich, das ist halt Elternschaft. Aber wenn man es zu viel tut, wenn man nicht deren Kind lernt, dass sie auf eigenen Füßen stehen müssen, sollten, dann wird man ein Mensch, der, tut mir leid, dass ich das sage, aber nichts auf die Reihe kriegt. Fürsorglichkeit kann Leute zerstören. Denn irgendwann, wenn man 18, 19, 20 ist und aus seinem Haus fliegt oder halt wegzieht, bemerkt man, ich muss vielleicht selber lernen, wie ich das organisiere, wie ich meinen Plan organisiere, wie ich das organisiere und so weiter. Man sollte langsam lernen, wenn man älter wird, dass man es selber organisieren muss. Und da muss man auch aufpassen, denn wenn man so sagt, yo, ich will selber lernen und ich will Verantwortung übernehmen oder so, und man dann nichts lernt und nichts macht, dann bekommt man scheiß Noten. Also, wenn du wirklich Verantwortung übernehmen willst, dann fange auch an, damit zu üben, damit zu tun. Fange an, verantwortlich, alleine mit dir selbst zu lernen. Aber jetzt bin ich schon wieder irgendwie ins Lernen abgedriftet, ich muss es weitermachen. Und vielleicht bist du socially awkward oder hast social anxiety. Und wenn ja, kann ich dir nur versichern, wenn du anfängst, dein Leben zu verbessern, also mit Self-Improvement, dann wirst du selbstbewusster, ehrlicher und einfach glücklicher. Und da gibt es auch eine Challenge, die diese Social Anxiety wegbringen kann. Und zwar eine Challenge, ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Die geht so, dass man 100 soziale Aktivitäten machen muss. Und es ist egal, wie lang oder kurz diese soziale Aktivitäten sind. Man kann theoretisch einfach zu einer fremden Person Hallo sagen und dann wegrennen. Und es zählt als soziale Aktivität. Man muss einfach 100 machen. Und je mehr man es macht, je mehr man mit Menschen redet, desto besser kann man auch einfach, ja, reden. Und wenn du willst, dass ich über soziale Aktivitäten oder Social und so rede, was man dagegen tun kann und so weiter in einem Video, dann lass gerne ein Abo da. Es hilft dir, du verpasst nichts. Und es hilft auch mir, denn ich bekomme ein Abo. Und es hilft mir wirklich sehr. Ich bin kurz davor, die 60 Abonnenten zu knacken. Ein Abonnent. Wäre echt nett, danke und ja. So, und diese Sache, das ist nur das Theoretische. Jetzt musst du in das Praktische übergehen. Und dafür habe ich mal ein Video gemacht, wo ich über 7 Gewohnheiten erzählt habe, die mir am meisten geholfen haben. Wird jetzt rechts oben verlinkt. Auf jeden Fall können dir diese Gewohnheiten echt helfen, wenn du mal ein paar praktische Tipps wissen willst. Und all die Sachen funktionieren auch wirklich nur, wenn du auch ein Ziel hast. Denn Ziel ist das Wichtigste. Und wie ich mal in einem anderen Video erzählt habe, ein Weg ohne Ziel macht keinen Sinn. Also fang an, dir ein großes Ziel zu setzen, dass du jeden Tag, wirklich jeden Tag an dir arbeitest, dass du jeden Tag dahin arbeitest. Sein Leben zu verbessern ist wirklich das Beste, was man tun kann. Also es gibt nichts Besseres, lol. Und wenn du noch weitere Tipps sehen willst, dann schau dir dieses Video an. Das kann dir echt helfen. Und dann noch die üblichen Dinge. Lass gerne ein Abo da und ein Like und eine 10.000 Euro Donation. So wäre am besten auch noch gut. Und ja, adios.